Bei mir steht Ingo Kindervater. Du hast gerade auch den entscheidenden Punkt im Mix geholt. Und wie blickst du heute auf die Partie insgesamt zurück, wenn du siehst, dass vielleicht Wong Chong-Han gefehlt hat, aber doch insgesamt mehr drin gewesen wäre oder nicht? Ja, wir hatten einen recht holprigen Start mit den beiden Doppeln. Dass wir danach noch einen Punkt holen, ist auf jeden Fall sehr positiv für uns und damit bleiben wir im Rennen und das ist jetzt für heute erstmal das Wichtigste. Bist du nicht ein bisschen traurig darüber, dass man da hat Punkte liegen lassen, wie vielleicht schon vorher das ein oder andere Mal diese Saison? Ja, könnte man sein, aber wie gesagt, nachdem wir jetzt mal 2-0 hinten waren, ist das jetzt gerade mit dem Mix am Ende für mich erstmal, fühlt sich eher wie ein gewonnener Punkt noch an. Sprichst gerade das Mix an, da hattest du einige Probleme mit Lotte Jonathans Aufschlägen. Was war denn da? Ja, also eigentlich hatten die, glaube ich, mehr Probleme mit unseren Annahmen die meiste Zeit und haben dann halt angefangen so, vielleicht mit Absicht, vielleicht auch nicht, haben die irgendwie so ein paar Spirenzchen mit ihrem Aufschlag gemacht und dann gehört das dazu, dass man sich auch mal kurz beim Schiri beschwert, aber sieht vielleicht von außen schlimmer alles aus, als es sich im Endeffekt von innen angefühlt hat. Jetzt geht es schon langsam auf das Ende der regulären Saison zu. Was darf man denn von euch dieses Jahr noch erwarten? Ja, aber erstmal einen Schritt nach dem anderen. Wir sind immer noch, glaube ich, auf Platz 4 jetzt nach dem heutigen Spiel. Und das nächste Spiel ist gegen Lüdinghausen. Und viel weiter als das Spiel brauchen wir jetzt erstmal nicht denken. Das ist für uns das Erste und Einzige, was zählt. Ingo Kindervater, vielen Dank für das Interview und viel Glück bei den nächsten Spielen.